Eine Kuh besitzt 4 Mägen. Zum Vergleich, wir Menschen haben nur einen Magen. Nach den 4 Mägen folgt ein langer Darm. Er ist fast 10-mal so lang wie der des Menschen. Der Darm endet unter dem Schwanz. Alle Stoffe, die die Kuh nicht verdauen kann, landen als Kuhfladen auf der Erde. In der Nähe der Hinterbeine ist das Euter. In ihm entsteht die Milch. An den 4 Zitzen des Euters saugt das Kalb. Die Kühe auf der Weide rupfen mit ihrer Zunge und ihren Vorderzähnen eine große Menge Gras und Kräuter ab und schlingen alles schnell hinunter. Die Pflanzennahrung gelangt zunächst in einen sehr großen Vormagen, den Pansen. Dort kann ganz schön viel Futter gesammelt werden. Etwa so viel wie in einer Badewanne. Im Pansen werden die Pflanzenstücke zu einem Futterbrei eingeweicht. Im Pansen leben auch Bakterien. Sie sind notwendig, damit die Kuh das Gras komplett verdauen kann. Nach ungefähr einer Stunde wird der Futterbrei vom Pansen in den sogenannten Netzmagen transportiert. Im Netzmagen formt sich der Brei zu kleinen Kugeln. Portion für Portion landen diese Kugeln durch Aufstoßen wieder im Maul der Kuh. Sie werden dort mit Hilfe der Mahlzähne gründlich zerkaut und zerkleinert. Diesen Vorgang nennt man Wiederkäuen. Daher kommt der Name Wiederkäuer. Weil das Wiederkäuen sehr lange dauert, legen sich die Kühe in dieser Zeit hin. Wenn ihr das nächste Mal an einer Kuhweide vorbeikommt, achtet mal auf die Kühe, die im Liegen die ganze Zeit kauen. Der gut durchgekaute Futterbrei gelangt durch eine Rinne direkt in den dritten Magen. Diesen nennt man Blättermagen, weil seine Falten wie Blätter aussehen. Im Blättermagen wird dem Brei ein Großteil seines Wassers entzogen. Zuletzt gelangt der Futterbrei in den vierten Magen, den Labmagen. Der Labmagen produziert unterschiedliche Verdauungssäfte. Die Verdauungssäfte spalten die Nahrung weiter auf und setzen zahlreiche Nährstoffe frei. Diese gelangen zunächst in den langen Darm. Die Darmwände sind gut durchblutet, so gelangen die Nährstoffe ins Blut. Ein Teil der Nährstoffe wird mit dem Blut ins Euter transportiert. Mit den Nährstoffen und mit Wasser wird die Milch gebildet. Im Euter befinden sich Millionen kleiner Milchbläschen, die sogenannten Alveolen. Die Alveolen sind von innen mit Milchbildungszellen ausgekleidet. Von außen sind sie mit kleinen Blutgefäßen umspannt. Über das Blut kommen die Nährstoffe und Wasser in die Milchbildungszellen. Die dort produzierte Milch fließt dann durch die immer größer werdenden Milchgänge in die Milchzisternen. Zuletzt kommt die Milch durch den Strichkanal zum Kalb. Der Milchfluss wird durch das Ansaugen des Kalbes angeregt und durch Hormone gesteuert. Das gleiche passiert, wenn man eine Kuh melkt.